Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Curdery! Mit mir, Curdery, und zu Iron Harvest Kampagne! Hab jetzt übrigens gerade ein Update und man kann wohl jetzt Kampagne Koop spielen, das finde ich ganz cool. Falls da draußen jemand ist, so möge er die Hand heben. Können wir das gerne gemeinsam aufnehmen? Wäre doch cool. So, ich benötige mal hier so Pioniere und sowas zum. Brauchen wir ein paar Schweißer, Leute. Weiße! Übrigens, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne was in die Kommentare. Ich habe schon Kommentare erhalten hier, ob ich das hier mal im Multiplayer spielen möchte. Ich würde das nicht ausschließen. Also. Kein Fall. Hab nur geschrieben, dass ich wahrscheinlich der allergrößte Noob bin, aber dann kam die Antwort hier, ist das ja alles. Niederrang, geil. Geil! Die Schnellen und die Toten. Ja, wie sieht der Plan aus? Oh, warte, das ist der falsche Druck. Uno momento, por favor. Neue Rekruten. Okay, da könnten wir theoretisch was machen. Da kann man was machen, auf jeden Fall. Gelle? Der Rocky sitzt da und erfreut sich seines Lebens. Die steigen in den Elite-Rang auf, weil sie das Team zusammenschweißen. Beim Gefecht aber nicht so. Gibt auch eine neue Map, habe ich gesehen. In den Game-Patches hier. Aber ich habe mir das jetzt noch nicht genau angeguckt. Selbstscheiße. Ja, wie geht's weiter? Wir haben die Basis da drüben noch gar nicht platt gemacht. Ne? Das sollten wir jetzt mal tun. Los geht's. Okay. Und er ist der Einzige, der sich traut, was gegen die russvietische Besatzung zu tun. Immer. Da siehst du mal, der traut sich nochmal was hier. Ach, wenn doch nur alle so cool wären. Ah, Kanone! Oh, lauf doch nicht da lang, mein Gott. Warum laufen die denn da lang? Bye. Bye! Sehr gut. Der lauf den. Ja! Peace. Ja, wunderschön. Ich bin unterwegs. Warum sind hier so viele Einheiten? Kann jetzt sein. Will ich den Shit? Hast du Schaden am Gebäude? Ist so gut. Wenn du denn mal zuschlagen würdest. Jetzt. Ja, das war nicht verkehrt. Habe ich schon gesehen. Jetzt noch das Hauptquartier hier, dann ist das ja schon hier Geschichte. Dann ist das ja schon erledigt. Die Dinger, Alter. Die Dinger sind so geil. Du nimmst mal die Ölpumpe ein. Gibt's hier noch? Ein automatischer Wachposten steht hier noch. Den überrenne ich aber einfach gleich. Dann. Da sehe ich mich. Sehe ich uns. Alter, prügel die Scheiße aus dem Gebäude, Junge. Los, schlag mal zu. Ja. Easy. Speichern. Oh. Okay, er speichert einfach so. Erstmal den Wachposten da zerstören. Kannst du das? Ich glaube, der ist gefährlicher. Ich glaube, der ist gefährlicher. Mach den mal weg. Der hat Feuer am Start. Wie heißt denn, du schießt? Jawohl. Also, da kommt eine Kanone. Da kommt eine dicke Kanone. Das können wir nicht machen. Schwierig mit der Kanone. Ganz schwierig. Ich werde angegriffen. Ich werde basistechnisch angegriffen. Aber warte, 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 warte. Stopp. Mache ich denn? Nein, ich habe Mac verloren, weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Ich habe da nicht drauf gedrückt. Junge! Du sollst die Scheiße da zerstören. Danke. Danke, Günther. Jetzt aber schnell. Feindliche Gegner gesichtet.
Jetzt habe ich natürlich den Mac nach Hause geschickt, ne? Was ist denn hier los, Alter? Ich wollte doch gar nicht in die Base rein. Das wollte ich doch gar nicht. Mann. Nein. Du gehst auf jeden Fall mal an die Basis zurück. Du, tschüss. Du blockst mich. Piss dich. Waffenkiste. Oh ne, die Waffenkiste, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gehen mal ein paar Meter zurück und gucken mal. Alter, der ist einfach durchs Haus gerannt. Nein, der läuft total in die falsche Richtung. Oh mein Gott. Ja, der ist tot. Darf der niemals. Ja. Boah, schwierig. Das ist genau. Mein Gott. Geh los. Alter. Mach mal nicht. Aber warum tun die das? Alter. Verteidigt. Mein Gott. Nein. Ihr müsst schmeißen. Oh nein. Wir können nicht schmeißen, weil sie alleine sind. Bau. Lauf. Ah, wie sinnlos. Total sinnlos gestorben. Jetzt werden wir ja nur angegriffen. Der Bunker war total nutzlos. Weißt du nicht, wie ich helfen kann? Am besten, wenn ich hier irgendwas gegen die Max mache. Rennst du hin? Hier, Onkel Lev, du musst hier mal ein bisschen aufräumen, habe ich so das Gefühl. Hab ich den gebaut gerade? Wollte ich den bauen? Weiß nicht, ob ich den bauen wollte. Alter, was hier los ist. Es war sehr kritisch jetzt. Marsch von Einheiten verloren. Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Müssen wir erstmal wieder ausbaden. Ah! Ist so. Onkel Lech, Alter. Onkel Lech in seinem geilen Mac. Weißt du? Geilste Schnittchen überhaupt. Auch hier, wo sind meine Pioniere? Seid ihr? Ja. Hier müssen wir halt ganz dringend schweißen, Leute. Das geht ja nicht so. So geht das nicht. Mal Pioniere. Jetzt haben wir keinen Platz mehr. Oder keine Ressourcen. Nee, keinen Platz. Ich habe keinen Platz mehr. Ich muss meine Basis wieder ausbauen. Oder beziehungsweise geht ja gar nicht, weil... Ja. Ist irgendwas kaputt? Boah. Die maximale Armeegröße erreichen jetzt. Bitte nett. Gibt ein Cap. Testen wir jetzt gleich. Bau nochmal eine Kaserne hin. Kein Problem. Dafür müssen wir die Einheiten ein paar Meter laufen. Ohne Momente. 1000. Ja, wir müssen solide bauen, Leute. Solide bauen. Polnische Handwerker oder was? Aber die sind ja relativ fix unterwegs, ne? Wie man so schön sagt. So. Ja, das Cap wird nämlich nicht erhöht. Bullshit. Aber das Ding angesteckt. Ende. So. Der Letzte macht die Tür zu. So, jetzt stürmen wir nochmal schnell auf den anderen Spot da. Bist du okay? Du bist ein bisschen. Boah, genommen. Hallo, Attacke! Vorwärts, Marsch! Können wir. Oh, du bist natürlich als erstes da. Mit den Pionieren. Ja, komm, ich schick mal Pioniere mit. Wollte ich zwar nicht, weil Pioniere nicht so die stärksten Einheiten sind.
Aber vielleicht macht es Sinn, einen Mechaniker vorne an der Front zu haben. Kann ja sein. So, was gibt's hier? Da kommt doch schon wieder ein Mech. Verleg dir erstmal den Mech da, please. Ihr müsst schießen, Leute, ihr müsst schießen. Ganz, 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 ganz dringend. Eieieiei. So, jetzt reicht, das reicht schon. Jetzt können wir uns dem Posten nähern. Beziehungsweise, ja, ihr wisst Bescheid. Erstmal den Bunker platt machen. Warum braucht der denn so lang? Ist der mal in Position? Guck dir das an! So! Pioniere, wo sind sie? Nee, die anderen. Pioniere will ich. Da. Können den Spot da mal einnehmen. Nein, ihr sollt den Spot einnehmen. Na, die Feinde an. Da! Der Feind! Hm? Wo ist denn eigentlich meine andere Einheit? Der verreckt? Verreckt sein. Muss ja hardcore-mäßig verreckt sein. Holz der Gewalt! Weiter! Immer weiter, immer weiter, immer weiter! So, wir haben jetzt hier die geile die Pumpe eingenommen! Und zu spät. Alter, kommen noch Einheiten. Die müssen erst vernichtet werden. Was ist denn hier los? Warum werden die befördert? Beziehungsweise wofür? Was? Ein Strich, guck sie dir an. Die sorgen dafür, dass ich hier meine Aufgaben nicht erfüllen kann. Diese Missgestalten. Jeder Schuss zählt, sagt er. Da kommt doch mal ein Mech. Flammenwerfer-Mech, das ist schlecht. Der kommt wieder nicht durch, weil, keine Ahnung. Gut, vielleicht stehen jetzt zu viele Einheiten da, das kann natürlich sein. Das kann sein. So, Flamme der Tod ist da. Was schieben die denn? Da. Panzerbrecher-Kanoniere stehen da einfach mal so rum. Mach die doch mal weg. Da kommt ein kleines Maschinengewehr. Ganz schnell weg. Aber ganz schnell. Oh, irgendwer leidet da gerade. Ganz schlimm. Oh, shit. Teurer Krieg hier. Ganz teurer Krieg. Aber geregelt. Jetzt auf das Hauptquartier gehen. Da ist noch ein Mech. Großer Gott, wo kommt er denn her? Ihr müsst leider gehen. Tut mir leid, aber ihr müsst leider gehen. Liederrang, jawohl. So, easy. Und hier los. Hier lauf. Du läufst. Es gibt kein ihr, es gibt nur du. Einheiten. Was ist denn hier los? Sind wir hier rückwärts eingenommen oder was? Wollte keinen Zweigfrontenkrieg führen, das ist doch Kacke. Kacke! Ella! Sag doch mal zu, Mensch! Jawohl! Eisenmine verloren, ja, ich weiß. Das weiß ich schon. Einheiten nachbauen. Strasnik! So. Ihr habt ja überlebt, das ist schön. Ja, schön. Wirklich. So, wenn sie jetzt kommen, dann haben wir hier schon wenigstens schon mal was stehen, weißt du? Weißt du? Passt. So. So easy.
Ah, weiter, weiter, weiter. So. Bevor wir aber das Depot einnehmen, werden wir erstmal beenden, was wir angefangen haben. Die Aufnahme. Wie gesagt, Leute, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und den Sturm auf das Depot, das sehen wir dann morgen. Freue mich. Ihr freut euch. Immer. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Euer geliebter Curdy. Tschüss.